Ja, wir haben Dienstag, glaube ich, den 8. oder sowas, ja. Es ist in der Uhrzeit, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mein YouTube-Kanal BannerTV hat 575 Abonnenten und Klicks halt, ja. Ja, ein bisschen müde, weil, liebe Leute, ja, es geht um den BannerTV Community Track. Ihr wisst, ich habe euch gesagt hier, zur Staffel 2 von BannerTV, weil es ja bald wieder losgeht, hin und her, machen wir einen schönen Track zusammen, ja. Ihr schreibt mir Wörter, da war dieses Mädchen, das ich kenne, das da ein Jungfrau wurde, ja. Ja, wir machen einen Track, ja, und ihr schreibt Wörter. Hab mir Wörter gegeben, irgendwelche frei willkürlich erfundenen oder ausgedachten oder echte Wörter, ja. Und ich mache daraus ein irgendwas, ja. Ich weiß nicht, was es ist. Ein irgendwas habe ich daraus gemacht, ja. Und ja, ich habe euch ja schon mal erzählt, ich habe ein bisschen geschrieben. So, ich habe wenig Zeit. Tausend Sachen, ich erkläre euch, kommt alles noch, ja. Aber ey, ich schwör's euch, ich habe keine Zeit für gar nichts, ja. Dennoch habe ich so ein bisschen so geschrieben nachts immer. Und ich kann euch jetzt voller Stolz verkünden, ja, dass das gute Ding im Kasten ist, liebe Leute. Ja. Ich habe gestern Nacht um 2:30 angefangen, so ja, bis 5 ungefähr. 3 Strophen ist es geworden, liebe Leute. 3 Strophen, ja. Wer macht heutzutage noch 3 Strophen? Niemand macht 3 Strophen. Oldschool, richtig oldschool, ja. Ja, eine Hook habe ich dann im Studio so ein bisschen hingekackt, aber ist okay, ist drin, ja, ist auch dabei, ja. Und ja, es ist aufgenommen, damit ihr mir glaubt. Ich lasse euch jetzt mal so minimal eine Sekunde reinhören, ja, so war er bereit? King Banner, der wahre Sieger von Game of Thrones. Ich kommandiere die Bitches um so wie Steffi Jones. Fertig. Das ist jetzt, das ist nur so. Also, es ist einfach rough. Noch aufgenommen, so schnell, dann arbeite jetzt. Ich muss arbeiten. Ich habe keinen Bock, liebe Leute, abzuhören, ja. Es ist auf jeden Fall aufgenommen. Das wird jetzt noch ein bisschen, ja, ich muss mich da heute Abend nochmal dran setzen, so ein bisschen so ein paar kleine Feinheiten machen. Und dann ist es fertig und geht in den Mix, liebe Leute. Ja? Und dann muss ein Video gedreht werden. Man kann heutzutage nicht einfach mehr Musik rausbringen. Also ein Video drehen, keine Ahnung. Ja? Also, liebe Leute, ja, nimmt es mir jetzt nicht übel. Oh je. Ich habe keine Zeit hin und her für so Spielereien. Wir machen irgendwo hinstellen, Straßenecke, Park, sehe ich gerade, Brücke, LKW, ja, Tankstelle, egal. Irgendwo stelle ich mich hin, bisschen rappen, mappen, ja, und dann filmen wir das und fertiges Video, ja. Heute nicht rum, ja, wir machen hier keine Hollywood-Produktion. Und ja, egal, dann könnt ihr das sehen, ja. Dann haben wir einen Banner TV Community Track, da kommt er auf zu gucken, ich sehe dich doch da hinten, ja. Ja, dann machen wir diesen Track und dann kommt es raus und dann könnt ihr sehen und ja, und dann machen wir weiter hier bei BannerTV. Ja, es ist ja jetzt auch mit Eintracht Frankfurt geht los und Tipico kommt wieder und ey, ich schwör's, ich bin im Arsch, ich hab nicht gepennt. Also, ja, ich fühle mich ein Stück scheiße, Alter, ja, ohne Witz, ja. Aber was habe ich gerade gelesen? Ah, apropos, scheiß mal auf den Community-Track, was hab ich gerade gelesen? Ja, ich bin jetzt so auf Arbeit gefahren, kurz Videotext angemacht, so wie sich das gehört, war ein guter Eintracht-Fan und bam, ja, Radetzky sieht mit Lissabon einig, ja. Also so langsam, ja, ich war ja immer noch ziemlich neutral und alles hin und her und alles legitim und jeder hat sein Recht und bla bla. Aber so langsam, ja, also jetzt so spätestens, ja, das ist schon ein bisschen eine bodenlose Frechheit hier. 5 Tage oder wie viel auch immer vom ersten Pflichtspiel, jetzt die Koffer zu packen, ja, jetzt auf einmal, ja. Hat er nicht 3 Monate Zeit gehabt, dass man sich noch in Ruhe hier da suchen kann, einen anderen Torwart hin und her. Das gefällt mir mal gar nicht. Das ist eine richtig schwache Aktion, muss man einfach sagen, ja. Und ist mir scheißegal, sein gutes Recht hin oder her. Eintracht, ja, also nur gehen lassen, wenn ihr Dings habt. Also ihr müsst ihn gehen lassen, ja, aber ey, ich hoffe, ihr habt schon Ersatz. Sonst ist eine absolute Krise, sage ich euch. Das geht mal gar nicht, ja. Das ist, was soll ich euch sagen? Das ist einfach nur jetzt meine ehrliche Meinung. Ich liebe dieses Team, alles drum und dran, ja. Und dann, wenn sowas so kurz vor dem Dings, und das ist natürlich, er ist auch ein guter Torwart, kann man nicht sagen, ja. Und wenn dann so kurz davor, vor der Saison jetzt abhauen möchte, so. Richtig, richtig schwache Aktion, ja. Ich meine, okay, man, es ist Videotext, habe ich gelesen. Weiß nicht, der erzählt das, muss nicht stimmen, es sind Medien, die labern viel Scheiße. Es ist ja immer noch ein bisschen Sommerloch und so, ja. Aber falls es stimmt, absolute ekelhafte Krise. Ey, dieses Aufnahmezeit geht aus. Ich muss fertig machen, ja. Ciao, ja, wir sehen uns. Ich wollte euch nur informieren. Bis dann, ciao.